Die im heutigen Deutschland siedelnden Stämme hatten einen weniger langen Weg hinter sich. Die Bayern bzw. Bajuwaren treten in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts in den römischen Provinzen Ufanoricum und Rätien auf. Die Einwanderung dürfte wohl von Böhmen her erfolgt sein. In diesen Provinzen verschmolzen sie zunächst mit der römischen Bevölkerung. Ihr Vordringen mag auch in der Auseinandersetzung zwischen den Ostgoten unter Theoderich und den Franken zu suchen sein. Die Alemannen dürften vorwiegend aus elbgermanischen Sueben bestanden haben. Der Name Alemannen dürfte die Offenheit des Stammes ausdrücken. Schon im 3. Jahrhundert versuchten die Alemannen in das Römische Reich vorzudringen. 259-60 gelang der Vorstoß über den Limes bis zum Bodensee und den Alpen, während die Römer ihr Vordringen in das Elsass verhindern konnten. Ende des 5. Jahrhunderts versuchten die Alemannen noch einmal eine Wanderung. Während das Elsass besiedelt werden konnte, standen ihnen im Süden die Burgunder mit ihrem Reich entgegen. Im Osten gelang ein Vordringen bis Passau. Der Stamm der Alemannen war locker gegliedert, Teilstämme sind namentlich bekannt. In der Zeit des Frankenkönigs Chlodwig ist dann auch ein Alemannenkönig bekannt. Schließlich gründeten die Merowinger ein alemannisches Herzogtum an Rhein und Bodensee, das das Siedlungsgebiet allerdings nur teilweise abdeckte. Die Sachsen dürften ihren Ursprung in Schleswig-Holstein haben und sich sukzessive nach Süden ausgebreitet haben. Im 5. Jahrhundert setzten Teile der Sachsen nach Britannien über. Die Sachsen blieben vorerst außerhalb des Fränkischen Reiches und wurden erst unter Karl dem Großen im Zuge eines Sachsenkrieges von 772 bis 804 eingegliedert. Die Thüringer schließlich formierten sich im 4. und 5. Jahrhundert im heutigen Ostdeutschland. Sie befanden sich vorübergehend unter hunnischer Oberhoheit und standen nach 454 in engem Kontakt mit den Ostgoten und Langobarden. Die Thüringer bildeten das mächtigste Reich im freien Germanien und erstreckten sich bis zur Donau und zum Main. 431 wurden die Thüringer nach der Schlacht an der Unstrut in das Fränkische Reich eingegliedert. Die Königsfamilie wurde ausgelöscht.